Mein Name ist Robert Franz und mein Thema heute ist, was würde Robert Franz machen, wenn er Migräne, Kopfschmerz oder Schwindel hätte. Erstmal, so wie ich sage, wie jeder Mensch, erstmal muss ich im Leben stehen. Ich brauche einen guten Vitamin-D3-Spiegel, sonst ist mein Körper runtergefahren. Da kommt es zu Inkonkordanz im menschlichen Körper. Ich würde Vitamin D3 nehmen, mal 10 Tage, 40 Tropfen, 40.000 Einheit Vitamin D3 täglich. Und danach würde ich jeden Tag 10 Tropfen Vitamin D3 nehmen. Zweitens würde ich gewährleisten, dass mein Gehirn eine Durchblutung hat. Das schaffe ich durch einen OPC in Traumkern gesagt. Erste Woche eine Kapsel, zweite Woche zwei Kapseln. Wenn die Menschen keinen Blutverdünner nehmen, weil die meisten Menschen sind heute zugemüllt mit Blutverdünner, mit Aspirin, Marcumal, wie auch immer, und ich keine Blutverdünner nehme, um meine Durchblutung Gehirn zu steigern, kann ich eine Natokinase nehmen. Ich würde zwei Kapseln Natokinase täglich nehmen. Wenn ich Blutverdünner nehme, würde ich keine Natokinase nehmen. Zweitens bei Migräne, ein tolles Mittel, was bei Migräne hilft, ist jedenfalls das Schwarzkümmelöl. Man kann bis zu 1 bis 2 Teelöffel, meistens ist mit einem Teelöffel getan, ein Teelöffel Schwarzkümmelöl gegen Migräne. Es sind auch viele Menschen, die haben Kopfschmerz durch Überarbeitung, durch die moderne Gesellschaft. Wir haben immer Stress die ganze Zeit, viel lernen, Jugendliche müssen viel lernen. Dadurch würde ich homöopathisch nehmen, Calcium Phosphoricum D12, homöopathisch, 2x5 Globuli. Indikation Kopfschmerz durch Stress, durch Überarbeitung, Spannungskopfschmerzen. Und jetzt sind wir beim nächsten, bei Thema Schwindel. Warum haben die meisten Leute Schwindel? Okay, kann eine Innenohrstörung sein, aber die meisten Menschen durch Vitamin B12-Mangel leiden sie an sehr starken Schwindel. Es passiert, dass ältere Menschen hinfallen, dadurch sie die Knochen brechen. Okay, das kann jedenfalls fatal enden. Deshalb würde ich sorgen, dass ich einen guten Vitamin B12-Spiegel habe. Ich würde Vitamin B12 nehmen, mindestens 4 Monate, zweimal eine Kapsel, zweimal 1000 oder 2000 Mikrogramm lutschen. Dadurch würde ich gut bedient sein und da würden die Schwindelanfälle im Alter verschwinden. Okay, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt den Kurfuscher von Eibiswald euren Daumen und schickt eure Erfahrungsberichte als Kommentar unter diesem Video. Vielen Dank im Voraus.